Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten FIFA 17 Experiment Video. Und ja, Freunde, wie im Hintergrund schon sehen könnt, Freunde, habe ich euch mal, ja, was heißt habe ich euch, also ich habe hier mal die beste Liga der Welt zusammengemischt einfach mal, also die besten 20 halt, außer die Mannschaft, mit denen wir halt jetzt eine Karriere machen, beziehungsweise mit denen wir jetzt eine Saison hier durchziehen, mit Wexford Youths oder wie die heißen, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall mit der schlechtesten Mannschaft in FIFA bestreiten wir auf jeden Fall 20, beziehungsweise was heißt 20 Matches, wollte ich schon sagen, 38 Spiele in der Premier League halt, also in der besten Liga der Welt, kann man sagen. Ja, ich habe halt die besten Mannschaften reingetan, die halt in, ja, in der Top 19 in der UEFA-Liste halt sind, bis auf Wexford halt. Also wir machen sozusagen was mit der schlechtesten Mannschaft in der besten Liga. Also ich bin mal gespannt, vor allem wie hoch wir verlieren werden und so weiter gegen Barca und so. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Einfach mal mit der schlechtesten Mannschaft die beste Liga bestreiten, also beziehungsweise da ein paar Spiele absolvieren, beziehungsweise eine ganze Saison hoffentlich, außer wir werden davor gekündigt, ne? Das kann natürlich auch passieren. Und wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt für die nächste Folge, für die nächste Experimentfolge, könnt ihr gerne mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, Freunde, falls euch irgendwas einfällt oder nicht, könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, ganz wichtig auf jeden Fall. Und das erste Spiel würde ich sagen, können wir mal zusammen simulieren, aber dann werde ich, glaube ich, alles im Schnelldurchlauf, glaube ich, machen. Und dann müssen wir nicht drum rumreden lange. Deswegen, weil ich glaube, den Rest, ja, den können wir gerne im Schnelldurchlauf machen. Hier brauchen wir nicht alles hier im langsam machen, Freunde. Ich werde auch nichts schneiden. Ich werde das alles wirklich im Schnelldurchlauf hier machen. Also, oh, sorry, Freunde, ich versuche auf jeden Fall alles im Schnelldurchlauf zu machen. Und ja, also erste Niederlage, wie es aussieht. Erste Niederlage hier. Und 1-1, Alter, gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns nochmal am Ende des Videos oder so. Und ja, würde ich sagen, Freunde, bis gleich. Like this.
So, Freunde, und die Entscheidung ist gefallen. Wir wurden leider entlassen. Hier richtig bitter, muss man sagen. Aber was willst du machen? Was heißt auch bitter, ne? Wir sind ja auch die ganze Zeit, glaube ich, am letzten Platz, beziehungsweise am letzten Platz hier. Und sind halt jetzt auch abgestiegen, kann man sagen. So gut wie. Also ich glaube, Klassenerhalt, okay, können wir noch schaffen an sich, aber ja, trotzdem, Alter, was willst du doch mit so einer Mannschaft irgendwie was machen in der ersten Liga? Da kann man auch nichts machen gegen, keine Ahnung, gegen Bayern, gegen wen auch immer. Da kann man auch nicht gegenhalten. Ja. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt mit Wexford, Alter, mit so einer Mannschaft, die nicht mal einen Stern hat, richtig? Hat nur einen halben Stern, also dass davor schon da was erwartet, dann das finde ich einfach krass, Alter. Würde ich sagen, Freunde, sehen uns gleich wieder, wenn das hier fertig geladen ist, würde ich mal sagen. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall nochmal, wie die Tordifferenz und so weiter ist und so weiter. Ihr wisst bestimmt die Tabelle und so, zeige ich euch auf jeden Fall gleich nochmal. Dann würde ich sagen, Freunde, bis gleich. So sieht es auf jeden Fall nach 29 Spieltagen aus, Freunde. Ihr wisst ja, wir wurden gekündigt und so weiter hier. Haben nur 8 Punkte, wie ihr seht, beziehungsweise ich bin ja jetzt sowieso in einem anderen Verein hier, in einem Zweitligist, glaube ich. Wir wurden ja leider entlassen, kann man so sagen. Wexford hier letzter Platz, minus 57 Tordifferenz, 69 Gegentore, aber die Mannschaft hat auch nicht mal einen halben, nee doch, die hat einen halben Stern, aber halt keinen ganzen Stern irgendwie. Und das ist auf jeden Fall krass, Alter, einfach minus 57. Die beste Mannschaft ist FC Barcelona, zweiter Dortmund, auch nicht schlecht. Jetzt halt zweiter Dortmund, dritter Chelsea, vierter Man United. Wo ist eigentlich der FC Bayern hier? Haben wir den nicht reingetan, den FC Bayern? Ja, alles klar, Freunde. Wir haben einfach den FC Bayern da nicht reingetan. Ist mir gerade aufgefallen. Oha. Oh doch, Bayern ist 16. Hä? Ach so, doch, wir haben die doch reingetan. Ich habe mich schon gewundert, warum die ganz unten jetzt hier sind. Also, dass sie nicht ganz oben dabei sind. Also, FC Bayern ist eigentlich immer ganz oben mit dabei. Aber hier nur auf dem 16. Platz. Arsenal 11. Sogar Sevilla ist vor Bayern. Bayern einfach 16. Richtig überraschend, muss man sagen, Alter. Was ist denn da los? Wexford hier, ja, Alter, 23 Niederlagen, 12 Tore. Ja, 10 in St. Petersburg hat nur ein Tor mehr als wir geschossen. Okay, sind auch Vorletzte, aber trotzdem. Barca 53 Tore geschossen. Ja, war keine optimale Saison, aber ja, was willst du da auch erwarten mit Wexford hier und dann in der besten Liga? Ja, okay, das ist ja Equinton jetzt hier. Ich wollte gerade Trikotverkäufe schauen bei Wexford, Alter. Aber wir sind ja jetzt bei einem anderen Verein hier. Wir mussten ja wechseln, Freunde. Also wir wurden ja sozusagen entlassen. Leider muss man sagen. Und ja, also das hat auf jeden Fall, mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht hier vielleicht. Habt ihr Bock auf weitere Experimentfolgen? Wenn nicht, dann nicht halt. Oder wenn ja, dann ja, Freunde. Also schreibt auf jeden Fall mal gerne Vorschläge in die Kommentare. Ich kann schon kaum reden. Was ist los mit mir? Was ist denn los mit mir hier? Auf jeden Fall schreibt mal gerne Vorschläge in die Kommentare, was wir halt als nächstes machen sollen halt bei den Experimentfolgen. Ich bin mal sehr gespannt, was ganz oben sein wird. Also like die jeweiligen Kommentare hoch. Und die nächsten, ja, ich weiß gar nicht, diese Woche müsste auf jeden Fall noch die erste Folge von der Simulationskarriere oder vom Karrieremodus mit Liverpool noch online kommen und noch eine Fantasy-Karriere kommt noch auf euch zu mit Ajax höchstwahrscheinlich. Manager-Duell müsste auch noch kommen, aber erst Anfang Juli, was kann ich euch noch sagen? Es müsste auf jeden Fall ein paar Spieler-Update-Videos kommen, Mannschaft-Update-Videos kommen, also es kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Ich versuche auf jeden Fall jeden Tag 2 Videos hochzuladen, aber noch nicht jetzt, Freunde. Erstmal diese Woche nur ein Tag. Ein Tag sage ich schon. Ein Video pro Tag, würde ich sagen. Und dann nächste Woche 2 Videos pro Tag. Also ich versuche es auf jeden Fall so zu machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es leider nicht. Was willst du da auch machen? Und ja, ich würde sagen, jetzt können wir mal die Folge hier beenden, Alter. Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also wir werden auf jeden Fall weitere Experimentfolgen bringen. Beziehungsweise ich werde auf jeden Fall weitere Experimentfolgen, glaube ich, bringen höchstwahrscheinlich. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.